Sirene. Hey. Ist das Bohrloch? Okay. Sonst nichts mehr. Sirene! Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, ja. Ist es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Reden? Das ist doch die... Ich sag, du bekommst ein... Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Okay, irgendwas müssen wir machen. Wir haben nur noch... Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Keine Ahnung. Ach, da bist du. Howdy. Hey. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk. Ja, doch. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bilde. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Zurück in die Zukunft. Kaputtes Butterfass. Nehmen wir gerne mit. Nehmen wir mit. Mann, es ist total problematisch. Immer, wenn diese Dialoge kommen, halte ich halbwegs meine Luft an. Wodurch das Problem entsteht, dass ich total außer Atem bin, sag ich mal. Ich meine, wenn man die Luft anhält oder so und dann irgendwie ein bisschen atmet, dann muss man ein bisschen schneller atmen oder so. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und das ist total nervig. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Ach. Du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist... Die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist die was los. Zukunft. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Wie? Nein. Auch nicht doch. Nein. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen. Alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Och, als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden.
Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Ein ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. So, ich will nochmal hier rein. Möglicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Gohl gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Was? Hut, komm schon, irgendwo. Immerhin Schnabeltier. Ein paar Skulpturen. Okay. Auch Goal und... Goal und auch Goal, okay. Hätten sie auch alte Goal nennen können. Kann ich das mitnehmen? Nein. Es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Alles klar. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin da selbst überfragt, Goal. Ich bin da selbst überfragt. Warum gibt's denn keinen einzigen Hut? Ich will doch nur den Hut. Oh, Bürste. Hallo auch, Goal. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Alles klar, Rufus. Alles klar, okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Nochmal alles wieder herzustellen, alle Portale wieder zu errichten. Alles zu machen. Rocco. Guck mal die Zeitmaschine an. Was hat der nochmal dazu gesagt? Hat der irgendwas da? Warte. Okay, nein. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Ja, nee. Echt so. Der sieht komisch aus. Das will ich auch können. Ohne Witz, das will ich auch können. Erdnüsse. Erdnüsse, lecker. Ja. Du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdmüffe. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch, mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse, aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Ja. Einen guten Grund, um es zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Für die Liebe. Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch. Gerne. Yippie! Ich zuerst! Na, aber eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Och, kommt ach, ja? Schon. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Genau. Ohne Erklärung haben wir auch... Los! Such dir jemand an! Okay. Ah. Ich will Goals Zuneigung zurückgewinnen. Das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Was? Es geht um Goal. Ja, echt so? Wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt?
Also ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Es ist so rätselhaft. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Mann, nicht so gut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Das ist sie mit euch. Mikey. Verpiss. Aber du dachtest... Hieß, meinst du... So. Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Und ihr seid kein Füßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören. Ist ja schon gut. Kein Fußnüsse und so. Als Reiseproviant. Also da ging einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund. Ich meinte ja auch... Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Chabo. Ach, Mensch. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Oh, ohne Witz, das mit dem Atmen ist echt schlimm. Ah, oh, das fuckt so ab, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist richtig, richtig schlimm. Ich will die ganze Zeit normal atmen, aber ich habe immer Angst, dass ich dann ins Mikrofon atme und das dann übel laut wird. Und was ist denn mit ihm los? Aber, oh Mann, ey, das ist kacke. Das ist echt scheiße. Egal. Reden wir mit Rita. Fuelock-Suppe ist aus. Toast und Milch sind im Angebot. Und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack, Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen? Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus. Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Toast und Milch. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Boah. Die Portale sind zu. Ah! Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Okay. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Mhm. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo, du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Alles klar. Ja, wir reden mal mit Vince. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritades.
Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Retardis ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardis lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist okay. Eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Irgendwoher kommt mir der bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Reden wir nochmal mit dem alten Maverick. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät. Verdammt. Keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftelt, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist... Dich anspucken lassen? Das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Also ist er hier? Ja, der junge Maverick. Der alte Maverick. Okay. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Hetz mich nicht! Ich leide einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehrig? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses Prima-Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ach, der! Ich erinnere mich daran, aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Oh, genau, aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das ich glaube, das ist der zweite Teil. Oder der dritte Teil. Anfang des dritten, glaube ich, war es. Da hatten wir doch, so einen Zeitreisenden auf dem Klo. Aber der ist, okay, cool. Aber gut, Leute, wir beenden jetzt erstmal den Part. Sonst kann ich bald nicht mehr atmen, weil ich immer meinen Atem anhalte. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.